Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Nachholpartie des zweiten Spieltags zwischen Medi Bayreuth und Science City Jena. 103-78 am Ende für Medi Bayreuth. Ich darf beide Trainer begrüßen, für Science City Jena Björn Hamsen, für Medi Bayreuth Paul Korner. Wir beginnen bei Björn und seinem Gamestatement, bitte. Ja, Glückwunsch natürlich an Bayreuth. Sie haben ja vor allem natürlich in der zweiten Halbzeit mit 64 Punkten überragende Offensive gespielt, insbesondere von draußen getroffen. 16 Dreier am Ende von 27. Natürlich eine außergewöhnliche Trefferquote. Wir haben leider mit einigen Verletzungen zu kämpfen gehabt. In der Halbzeit ist dann Maurizio ausgefallen und dann auch noch Williams dazu, Jenkins. Das ist natürlich dann schwierig für uns dagegen zu halten. Ne? Trotzdem müssen wir jetzt abhaken für uns. Wir müssen ja leider schon wieder Sonntag spielen. Ist ja auch nicht einfach ist, ja. Vor allen Dingen, dass es von der Liga her so angesetzt wurde. Ich glaube, es war ja bei das zweite Spiel, da habt ihr Champions League noch gespielt. Ne? Was im Endeffekt eine Wettbewerbsverzerrung ist. Ne? Wenn man jetzt mal sieht, Oldenburg, die spielen kein Spiel die Woche, können sich eine Woche auf uns vorbereiten. Oder wen habt ihr? Ich bin zu Hause Ludwigsburg. Ja, Ludwigsburg das gleiche. Ne? Es ist einfach nicht fair angesetzt, aber da müssen wir jetzt durch. Insbesondere natürlich mit den Verletzten, die wir jetzt haben. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie bis Sonntag wieder hinkriegen. Schauen. C'est la vie. Dankeschön, dann Paul. Ja, zunächst danke für die Glückwünsche. Ich möchte meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns, es war keine leichte Situation. Generell in den letzten Wochen waren alles andere als leicht für uns. Man hat auch gesehen, dass uns diese Leichtigkeit in den letzten Wochen abhanden gekommen ist, die Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist. Aber wir hatten jetzt sehr gute Trainingswochen, wenn auch nicht mit dem ganzen Team leider. Aber nichtsdestotrotz, die Reaktion, die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, war ausgezeichnet, war hervorragend auf beiden Seiten des Feldes. Klar hilft es, wenn man seine Dreier trifft, aber auch in der Defensive haben wir zusammen zugelegt. Wir haben das Tempo über die gesamte Spielzeit hochgehalten. Das war ich von Beginn an der Fall. Aber man hat im ersten Viertel auch gesehen, zum einen die unglaubliche Qualität von Jena. Williams war von uns nicht zu stoppen in der Phase, obwohl er sichtlich nicht hundertprozentig fit war. Aber ich glaube, der macht das auf einem Fuß auch noch. Und man hat auch gesehen, dass die zwei neuen Spieler Jena zu einer komplett neuen Mannschaft machen, die mit Sicherheit nicht lange da unten drin sein wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund werden, Ihr Spieler gesund kriegen. Wir kennen diese Problematik ja nur zu gut. Ich hoffe, dass wir gesund bleiben und jetzt ein bisschen Stabilität einkehrt. Wir haben in kürzester Zeit jetzt wieder Ludwigsburg, wie schon angesprochen. Die hatten jetzt natürlich fast 3 Wochen Zeit, sich auf uns vorzubereiten. Wir müssen schauen, dass wir regenerieren. Aber ich glaube, dass der mentale Push, den wir da heute durch diesen wichtigen Sieg bekommen haben, wichtiger ist, als dass wir uns da jetzt 3 Wochen auf ein Spiel vorbereiten. Jetzt fragen wir die Coaches. Ja, Raoul, nimm uns doch bitte mal mit in die Kabine. Wie war die Stimmung, also in der Halbzeitpause, wie war die Stimmung bei den Jungs und was hast du ihnen gesagt, vor allem, weil das war ja schon ein anderes Gesicht, das die Mannschaft gezeigt hat. Also nehmen wir nicht mit in der Kabine, weil da habt ihr nichts verloren. Die Stimmung war okay, also es war auch kein Grund, jetzt irgendeine negative Stimmung zu verbreiten. Man sieht, dass die Verunsicherung da ist. Man hat aber auch gesehen, dass wir uns immer wieder reingefightet haben, dass wir uns immer wieder in die Partie gebracht haben, indem wir das Tempo hochgehalten haben, indem wir dann ein oder anderen Big Plays gemacht haben. Für uns war der Schlüssel, die Intensität noch einmal ein Stück hinaufzuschrauben. Das sind ja keine Maschinen und das sind teilweise extrem junge Spieler, die selber merken, dass unsere Ansprüche, dass die Realität unseren Ansprüchen hinten nachhinkt. Und wenn du immer wieder auf den Boden fällst, dann trägst du blaue Flecken davon. Und das ist genau das, was bei uns der Fall ist und was passiert ist. Und dann hilft es auch nicht, wenn gute Tipps aus dem Publikum kommen zu den Spielern, sondern da müssen wir zusammenstehen und das zusammen durchstehen. Und darum ging es. Und mehr ging es nicht, dass wir Basketball spielen können. Das haben wir ja noch selbst in den 6 Wochen gesehen. Also eine Mannschaft, die vor 8 Wochen in Bamberg gewonnen hat, zum ersten Mal seit über 20 Jahren, eine Mannschaft, die Bayern München in ihrer Halle in die Overtime bringt, die verlernt das Basketballspiel nicht in 6 Wochen. Die kann aber an Selbstvertrauen
verlieren. Und das geht es jetzt nach wie vor darum, das wieder ranzubringen. Ich weiß nicht, was am Sonntag passiert. Wir wissen es alle nicht. Aber wir wissen jetzt zumindest wieder, wie wir spielen können und haben unsere Identität wieder mal für 20 Minuten gesehen. Und das tat gut. Weitere Fragen? Gut, dann sehen wir uns am Sonntag wieder.